offizielle CSD ist natürlich eigentlich die Werbeveranstaltung geworden. C'était pas l'évolution que je voulais avoir de la communauté homosexuelle ou de la communauté LGBT. Der 70er-Jahre-Traum war ja, wir wollen akzeptiert werden, was ja auch nachvollziehbar ist. Und diese neuere Generation von queeren Leuten sagt, scheiß ich drauf, ist mir egal, ob ihr mich akzeptiert. La scène queer est plus importante et plus active que dans n'importe quelle ville européenne. Ich möchte mich eigentlich überhaupt nicht als hetero, homo, bisexuell bezeichnen. Gut, vielleicht gibt es auf der anderen Seite Menschen, die unbedingt wissen müssen, was sie sind. Augenblicklich fühlt sich die Mittelschicht bedroht, und zwar vom sozialen Abstieg. Und das hat massive Auswirkungen auf bestimmte Einstellungen zu Minderheiten und Auswirkungen, die man sich in den 80er Jahren gar nicht mehr vorstellen konnte. Und es infiziert sich pro Tag mindestens ein Mann neu mit HIV in dieser Stadt. Also ich dachte eigentlich, ich habe immer aufgepasst, also weil das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ein Coming-out muss ich als Heterosexueller nicht haben und das sagt schon sehr viel. Das heißt, dass Coming-out sozusagen eine Auflage ist. Transphobia and homophobia. Smash nationalism and racism. Das ist auch für mich nach wie vor sehr wichtig, da so einen queeren Aspekt in dieses Heft mit reinzubringen. Ich glaube, in meinen Artikeln kommt das Thema verdächtig oft drin vor. Pour être lesbienne, faut se considérer comme femme. Donc même étant attirée par les femmes, je ne suis pas lesbienne. Irgendwas hat diese Stadt, dass die immer interessant bleibt und in so einem Strudel drin ist. Freiheit. Also das Erste, woran ich denke, wenn ich an Berlin denke, denke ich an Freiheit. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders in Deutschland zu leben, außer in Berlin. Warschauer Straße. Dieser Zug endet hier.